Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktails, Rezepte und mehr. Ich bin Kevin und heute machen wir 5 Cocktails mit dem Amaretto. Ein Follower von uns hat uns darauf aufmerksam gemacht, macht doch mal 5 Drinks damit. Wir blenden euch das hier gerade mal ein. Und wir haben es natürlich nicht lumpen lassen, wir haben mal geschaut, was wir machen können und haben 5 coole Cocktails gemacht. Wie die aussehen, das seht ihr jetzt im Video. Freunde, wir starten heute mit einem Toasted Almond Cocktail. Für den benötigen wir zunächst ein Martini-Glas, das stelle ich kalt, aber erstmal zur Seite, und einen Shaker. In diesen Shaker gebe ich dann ordentlich Eis rein und dann brauche ich 30 ml eines Kaffeelikörs eurer Wahl. In dem Fall benutze ich einen Kalua. Dann benötigen wir natürlich Amaretto, darum geht es ja heute den ganzen Tag. Auch von diesem benötigen wir wieder 30 ml. Und jetzt kommt eine kleine Kalorienbombe ins Spiel, wir benötigen Sahne. Von der benötigen wir dann 60 ml. Ihr könnt dazu auch gerne eine vegane Alternative benutzen, je nachdem wie ihr es mögt. Und nun wird einmal alles kräftig durchgeshakt. Je kräftiger ihr den Drink jetzt durchshakt, desto cremiger wird er jetzt am Ende. Nun benötigen wir unser vorgekühltes Martini-Glas wieder. Das Eis entsorge ich. Und darin seile ich jetzt unseren Cocktail drin ab. Ihr seht, er hat eine schöne, angenehme Farbe. Er ist leicht beige. Ist das ein Beige? Ist das so cremefarben? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich kenne das jetzt noch mit einem Keks oder raspel ihn drüber. Und fertig ist der Drink. Okay, unser nächster Drink ist dann der Almond Joy Cocktail und auch in dem Fall haben wir wieder eine echte Kalorienbombe vor uns, denn er wird sehr, sehr sahnig. Von denen nehme ich eine Kopette, die ich vorkühle und wir benötigen wieder einen Shaker. In den Shaker gebe ich dann 60 ml der Sahne hinzu, dann brauche ich natürlich wieder 30 ml Amaretto. In dem Fall benutze ich den Amaretto von De Sarono, das ist mein persönlicher Favorit. Jetzt nochmal weißes Creme de Kakao, davon benötigen wir dann 30 ml und dann nochmal 15 ml eines Kokosrums eurer Wahl. In dem Fall benutze ich einen Malibu und jetzt auf dem Fall wieder ordentlich durchshaken. By the way, wenn ihr auch Ideen habt für weitere Videos, ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben oder auch eine paar in den Kommentare. Wir setzen das auch sehr, sehr gern um. Jetzt benötige ich die Kupette wieder. Das Eis entsorge ich und darin wird unser Drink drin abgeseilt. Er sieht dem vorherigen Cocktail sehr, sehr ähnlich. Und ja, das war der Drink. So, unser nächster Drink ist der Amaretto Flirt. Den Drink könnt ihr entweder im Glas aufbauen oder shaken. Wir bauen das heute direkt auf. Dafür nehmen wir jetzt zunächst einmal 20 ml Orangensaft und 20 ml Amaretto. Das geben wir dann in ein Sekt- oder Champagnerglas. Und das füllen wir nun mit einem Sekt bis oben hin auf. Und im Grunde war es das schon mit dem Amaretto Flirt. Ich genehme das jetzt nochmal mit einer Zitronenzeste. Und fertig ist unser Drink. So, wir dachten uns, was könnten wir noch brauchen und wir dachten einfach an einen Long Drink. Wir benutzen heute einfach mal 40 ml Amaretto und das Ganze mischen wir dann mit Sprite. Es hört sich vielleicht erstmal komisch an, wir haben nämlich diese Nuss-Mandelnote mit einer Zitrone. Da versucht auch gerade noch German die Flasche zu öffnen, hat leider nicht geklappt, also übernehme ich das Ganze mal. Aber ich muss sagen, es hat sehr gut harmoniert, die Sprite mit dem Amaretto. Ich muss hier auch zugeben, es war ein bisschen süß, vielleicht ist es nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber mir persönlich hat es sehr gut geschmeckt, deswegen zeige ich das heute noch. Wir rühren das alles nochmal kurz um, damit es alles schön vermischt. Ich garniere das jetzt nochmal mit der Zitronenzeste und fertig ist unser Drink. Okay, unser letzter Drink für heute hat den witzigsten Namen, der Alabama Slammer. Und ich muss sagen, der Drink, oder den Drink gibt es in etlichen Varianten. Wir haben heute unsere eigene Variante, die uns am besten schmeckt. Für diese benötigen wir zunächst einmal 15 ml Slow Gin, 15 ml Pfirsichlikör. Und dann 15 ml Amaretto. Es gibt auch etliche andere Versionen, zum Beispiel mit einem South & Comfort oder ähnlichem. Wir haben es heute so gemacht. Dann brauchen wir nochmal 15 ml Zitronensaft und 15 ml Orangensaft. Ihr merkt schon, wir brauchen von alles 15 ml. Und nun wird das alles in einem Shaker auf Eis ordentlich durchgeshakt. Und Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Video bis hierhin. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Abo da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Jetzt brauchen wir unseren Tumbler wieder. Den geben wir auf Eis. Und nun wird der Alabama Slammer drin abgeseilt. Jetzt garniere ich das Ganze nochmal mit einer halben Zitronenscheibe und fertig ist unser Alabama Slammer. Okay Freunde, wir haben 5 coole Sachen gemacht. Pardon. Einmal haben wir hier vorne einen mit dem Sprite, ist eine coole Longdrink-Variante. Dann den hier vorne mit dem witzigsten Namen überhaupt, der Alabama Slammer mit Pfirsichlikör. Ist echt eine coole Abwechslung, schmeckt mir auch persönlich sehr gut. Vielleicht ein bisschen sauer geworden, aber nächstes Mal ein bisschen weniger nehmen. So, dann haben wir einmal die beiden Dessert-Cocktails. Man muss echt vorsichtig sein, das sind 2 Kalorienbomben, aber sie schmecken umso besser. Einmal haben wir den hier vorne, da drin ist Kalua, also ein Kaffeelikör, Amaretto und Sahne. Schmeckt mir persönlich sehr gut. Wir haben es oben noch ein bisschen garniert mit ein paar Cookie-Stückchen. Und dann haben wir den hier vorne, da drin ist Malibu und Amaretto und auch Sahne. Auch eine coole, wirklich 2 sehr leckere Drinks. Ich persönlich bevorzuge den hier hinten. Und auch den hier vorne, da drin haben wir
Prosecco, wir haben ein bisschen Orangensaft und Amaretto. Ist eine coole Alternative, vielleicht als Aperitif ganz nett. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welcher euer Favorit ist. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von uns. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. War lit. Lit. Kick die Arbeit, kick die Arbeit, die Tüten.